Ja, hallo mit O, liebe Nördlinge. Heute gibt's mal wieder was von CrossCult. Die haben nämlich ihre Checkliste erweitert. Ihr wisst ja, als wir das letzte Mal durchgegangen sind, ging die bis März 2023. Und jetzt haben wir weitere Monate dazu bekommen, denn das neue Programm so für Frühjahr, Sommer wurde schon mal angekündigt. Und deswegen gucken wir uns das direkt auf der CrossCult-Seite einmal zusammen an und gehen mal durch, was da an Romanen, Manga und Comics natürlich dazugekommen ist. Sachbücher gibt es, glaube ich, auch wieder ein paar, wobei wir uns nicht alles so genau angucken werden. Natürlich in erster Linie die Comics, ein paar Manga auch noch dazu. Ja, also das Übliche. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Also ihr findet die Checkliste wie üblich auf der Webseite, ja, hier unter dem Punkt Checkliste. Wir gehen jetzt auf 2023, weil das ist ja schon für das nächste Jahr. Und wenn die Seite lädt, dann können wir uns die auch gemeinsam angucken. So, die geht bis September 23. Ja, wir scrollen aber mal runter, weil wie gesagt, also zuletzt haben wir uns ja, was dann auch im Katalog im letzten natürlich drin war, die Sachen bis März angeschaut und sind dann jetzt bei April 2023 und legen hier los. Da gibt es direkt schon mal Sachbücher wieder, ne? 48 Seiten Minecraft. Das müssen wir uns jetzt natürlich nicht unbedingt angucken. Roman und so gehe ich auch nur schnell drüber. Ja, Star Trek Prodigy gibt es da. Gearbreaker, wir haben die Götter selbst erschaffen. Okay, Sonderformat, weiß nicht, was das wird. Ja, Star Trek, Zeit des Wandels, Tom Clancy's The Division, Prinzessin, die Götter von Blut und Pulver, James Bond, gibt es auch noch mal was. Und als Sachbuch auch noch mal die Autobiografie von Jean-Luc Picard. Wer da interessiert ist, kann da sicherlich mal reinschauen. So, dann kommen aber jetzt die ersten Comics und ich würde sagen, die klicken wir auch mal so weit durch. Little Mouse, das ist jetzt schon Teil 4, das müsste ein Kroku-Format sein. Gucken wir da mal rein. Genau, gehört zu Kroku. Das ist also für uns jetzt auch erstmal noch nicht so interessant, ne? Es sei denn, ihr habt Kinder oder seid noch ziemlich jung, aber dann werdet ihr bei mir wahrscheinlich nicht. Ja, doch, wenn ihr Kinder habt, werdet ihr bei mir schon zuschauen. Wenn ihr noch sehr jung seid, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja, gut. Von daher gehe ich hier jetzt mal wieder raus. Fans 1, ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Ach so, da geht es ums Fechten von Joanna the Mad. Ja. C.S. Packett und Joanna LaFuente. Da geht es um den unehelichen Sohn eines pensionierten Fechtchampions. Ja, das kommt im April raus, kostet 18 Euro, wird 144 Seiten haben, ist ein erster Teil, also kommt da auch nochmal mehr. Kommt am 3.4. Interessiert mich jetzt nicht unbedingt, ne? Fechtkampfsport und Privatschule. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt lesen. So, dann haben wir Manga. Werden Manga auch wahrscheinlich nicht unbedingt komplett durchgehen, sondern eher nur die Sachen, wo ich aufmerken muss, die irgendwie interessant scheinen. Aber Welcome Back, Alice, vielleicht so die ersten Teile, da könnte man mal reingucken, was wir da haben. Okay, ja gut, das sieht schon nicht so aus, als wäre es was für mich. Ich mag ja bei Manga, mag ich ja durchaus so Horrorsachen oder Isekai-Geschichten, ne, oder so schon Jump-Zeugs. Da lese ich dann auch nicht alles. Mein Schulgeist Hanako ist schon Teil 16. Gelegenheit macht Liebe. Okay, das wird auf keinen Fall was für mich sein. My Home Hero 7 auch schon. JoJo's Bizarre Adventure, da sind wir bei Part 3 inzwischen, da habe ich die ersten beiden Bände, den zweiten muss ich sogar auch noch lesen. Inzwischen sind da ja auch schon ein paar Sachen raus. Muss ich mal gucken, inwiefern ich da weitermache. Was interessant ist, ist Die Dark. Da klicke ich auch direkt mal drauf. Das ist nämlich was von Kyu Hayashida, der ja auch Dorohedoro macht. Da kommt gleich auch noch ein Teil. Ich glaube, das ist der 11., müsste sogar der letzte sein. Hier haben wir dann im nächsten Jahr eine neue Reihe von ihm. Ihr seht, der hat
hat einen kleinen Maskenfetisch anscheinend. kostet 10 Euro, 208 Seiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann das gleiche Format ist. Merkt euch das mal. 14 mal 21 Zentimeter. Kommt am 6.4. Da werde ich auf jeden Fall auch reinschauen, weil Dorohedoro, finde ich, ist eine der besseren Serien der letzten Zeit. Die hab ich bisher auch sehr gerne gelesen. Ich glaube, Band 9 sind wir inzwischen. Oder Band 8. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber was ich da zuletzt gelesen habe, müsste ich mich umdrehen und in mein Regal schauen. Mache ich jetzt mal nicht. Werden wir aber gleich sehen. Können wir gleich beim nächsten Band hier mal gucken. Cover ist noch nicht final, aber ich denke mal, da so haben sie es auch schon angekündigt. Also da freue ich mich drauf, da bin ich mal sehr gespannt. Außergewöhnliche Kräfte gibt es da wieder. Kann sie, was, dass seine Knochen einem jeden Wunsch zu erfüllen vermögen. Ja, das klingt schon mal interessant. Geht durchs Weltall. Knochiger Kumpel. Achso, den hat er, trägt er dann wohl immer bei sich. Ja, das könnte auf jeden Fall was sein, was ich mir auf jeden Fall anschauen würde. Und hoffe mal, dass das auch dann am Ende gut ist. So, ich scroll mal ein bisschen runter. Dann haben wir Dorohedoro 11 mit 632 Seiten. Der ist ein bisschen dicker. Das ist dann, glaube ich, der Abschlussband. Weil da war, glaube ich, nochmal irgendwie eine Ausgabe mehr oder so drin, als üblich. Ja, Dorohedoro 11. Das müsste tatsächlich der letzte sein. Genau, und raus ist Band 8, Band 9 noch nicht. Habe ich natürlich auch schon gelesen. Das sind den Manga zum Beispiel, wenn ich den kaufe, lese ich den auch immer direkt. Weil ich den halt so mit diesen Magiern und die Jagd auf Magier und wer ist Kaiman, fand ich schon sehr interessant. Ist auch immer sehr lustig. Aber nicht übertrieben irgendwie. Und ich würde super gerne tatsächlich dazu dann auch mal ein Cosplay machen. Nämlich hier Shin mit seiner Herzmaske. Ja, einer der Cleaner. Da hätte ich voll Bock drauf, aber wenn man sich so eine Maske mal bestellt und die anfertigen lässt, dann kostet das Ding irgendwie gleich 400 Euro und naja. Ich bin aber auch tatsächlich nicht unbedingt in der Lage, so ein Teil, das ist ja dann aus Latex und so und muss ja auch ein bisschen angepasst sein, da selber zu basteln, weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde. Das müsste ich dann ein bisschen üben und ich glaube, dann wird es dann auch nicht viel billiger. Wüsste jetzt auch nicht so spontan, aus welchem Material ich das dann machen sollte. Habe hier jetzt auch nicht die Möglichkeit, dann unbedingt viel mit Silikon und so rumzuhantieren. Und dann muss man ja erstmal einen Abdruck machen. Und allein ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, wenn man da das machen soll. Naja, gut. Aber da kommt auf jeden Fall Band 11. Ist, wie man hier sieht, tatsächlich der letzte. Und da bin ich schon aufs Finale gespannt, was da jetzt so rumkommt, weil das ist ja teilweise recht verwirrend. So, schauen wir weiter. I'm Standing on a Million Lives 12 sagt mir überhaupt nichts, keine Ahnung, aber Band 12, da brauche ich dann nicht unbedingt reinschauen. One Dance 4, My Boy 4, auch jetzt eher nicht so interessant. Demon Slayer kommt schon Band 19 raus. Da habe ich die ersten drei oder so. Zwei oder drei habe ich davon. Da müsste ich auch mal weitermachen. Aber momentan gucke ich mir eher andere Sachen an. Aber würde ich schon gerne nochmal weitergucken. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, ein paar Bände gebraucht irgendwie zu kaufen. Mal schauen. Blade of the Immortal würde ich auch super gerne mal reinschauen. Aber ich finde halt, das ist so eine übertriebene Edition, ne? Die dann 25 Euro kostet bei 432 Seiten. Finde ich schon ein bisschen heftig für einen Manga. Und müsste ich halt auch nicht in dieser fetten, was ist das, Perfect Edition oder sowas, müsste ich das auch nicht haben. Ne? Mir würde die normale Edition reichen. Ja, Perfect Edition. Die ist ja mit Schutzumschlag und hast du nicht gesehen. Brauche ich nicht. Also ich mag Massivbände und so, die auch dick sind, aber dann nicht viel kosten, weil es die x-te Auswertung ist. Ja, mal gucken. Aber cool fände ich die Serie schon. Also würde ich schon ganz gerne mal lesen. So, dann haben wir Roland Ritter Ungestüm, Band 7 schon. Das ist auch eher nicht interessant für mich. Moonshine geht's weiter mit Band 5.
Die Quelle. Da muss ich auch mal weitermachen. Ich habe tatsächlich nur den ersten Band gelesen. Wäre natürlich auch eine coole Sache für den Schocktober gewesen. Habe ich aber leider noch nicht weitergemacht. Das müsste ich mal dringend tun, weil ich fand den ersten Band so mit den Werwölfen und so fand ich tatsächlich nicht schlecht. Brian Azzarello ist ja eigentlich auch immer eine relativ sichere Nummer. Ne? Und Eduardo Risso, die Zeichnung finde ich auch ganz gut. Der hat ja auch 100 Bullets gezeichnet. Von daher mag ich das auch. Ist ja zwar jetzt nicht so der allergrößte Stil irgendwie, aber ich finde es auf jeden Fall okay und würde da schon gerne mal weitermachen. Muss ich mal gucken. Also ich habe den ersten Band, habe ich gelesen. Da muss ich dann mal gucken, dass ich mir die nächsten auch noch mal besorge. So, Best of Grendel 3 schon. Ich habe jetzt den ersten, habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Den hatte ich mal angefragt, da wollte ich mal reinlesen. Habe ich jetzt schon mal so ein bisschen durchgeblättert, aber noch nicht gelesen. Das werde ich jetzt demnächst mal machen. Die sind halt auch etwas dicker. Der hier hat zwar jetzt nur 250 Seiten, ist auch im Hardcover, kostet 30 Euro. Mal gucken, was der so kann, bevor ich mir da irgendwie eine Meinung erlaube. Klang auf jeden Fall schon interessant, wobei die Zeichnungen mich jetzt so beim ersten Durchblättern noch nicht so hundertprozentig überzeugt haben, aber mal gucken, vielleicht kommt es noch. Und dann werde ich natürlich auch da eine Review zu machen. Da werdet ihr dann meine Meinung dazu erfahren. Sin City, das ist auf jeden Fall eine Sache, da freue ich mich super drauf. Sin City Black Edition, also da kommt quasi das Ganze nochmal in Schwarz. 24x16, ich glaube, die sind auch größer als die normale Edition. Da kommen gleich die ersten drei Bände zusammen raus im April. Statt ohne Gnade, eine Braut, für die man mordet und das große Sterben. Da werde ich auf jeden Fall mega zuschlagen. Na, wir haben hier, die kostet 20 Euro, 216 Seiten. Es ist hier leider, haben wir hier nicht die normale Edition, aber ich glaube, die ist kleiner. Die hat halt dieses Walking Dead Hellboy-Format. Ich google das mal eben hier. Ach, Google. Ich suche das mal eben. Sin City. So, da haben wir dann nämlich die normale Edition. Haben sie die schon? Guck mal, da haben sie nur noch die Black Edition drin und hier sind die normalen Editionen nochmal drin. Da stand ja schon die ganze Zeit, dass die ausverkauft sind momentan, aber wieder kommen. Allerdings war das jetzt nicht der Fall, sonst hätte ich mir die nämlich auch schon gerne geholt. Guck mal, die sind 21x14. Das heißt, das ist jetzt auch eine größere Edition, was dann doch sehr cool ist. Und von daher haben sie die anderen tatsächlich schon rausgenommen. Da wird die also ohne. Also. Ersatzlos, nee, ersatzlos ist es ja nicht. Die Black Edition ist dann der Ersatz dafür in der Größe. Finde ich sehr cool, dass das größer gemacht wird. Freut mich. Und da, also da bin ich dann jetzt auf jeden Fall dabei. Wollte ja schon die ganze Zeit mal Sin City haben auch. Allerdings war es halt so, dass man die ja kaum bekommen hat noch, ne? Die alten. Und von daher ist es ganz gut, dass ich gewartet habe. Und bin dann jetzt. Dann auf jeden Fall im April mit dabei. Da werde ich die ersten drei. Ich meine, 20 Euro ist ja jetzt auch nicht so die Welt dafür. Das ist okay. Und dann schlage ich dazu. Kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. Weil Sin City ist halt so ein Klassiker von Frank Miller. Also da ärgert mich eigentlich total, dass ich das nicht schon lange habe. Du, gehen wir weiter. American Born Chinese. Das ist das. Ist jetzt so ein quadratisches Format. Ich weiß nicht, ob das jetzt Graphic Novel zur großen Disney Plus Action Komödie. Okay. Ich weiß nicht, ob die schon raus ist oder ob die dann irgendwie erst kommt. Sagt mir nämlich jetzt erstmal noch nichts. Ist ein Band 1. Ah, okay, das ist von Gene Young, der Avatar auch gemacht hat. Aha. Ja, ah, mächtiger Affenkönig. Ja, ich finde dieses quadratische. Also, das ist aber gar nicht quadratisch. Das ist nur das Bild jetzt.
Ist auch 24x16. Ja, müsste ich mal gucken, ob das irgendwie interessant ist, aber wahrscheinlich eher tatsächlich nicht. So, Righteous Thirst for Vengeance, was Neues von Rick Remender. Läuft ja in den USA schon. So, das kommt dann auch, da bin ich auf jeden Fall auch dabei, weil Remender sollte man mitnehmen. Und da ist dann André Lima Araujo. Scheint zu zeichnen, steht jetzt hier nicht mit dabei. Ja, Remender. Und ganz im Ernst, ne, wenn man sich dieses Cover hier so anschaut, ja, ich habe das hier auch über mir, ne, das habe ich mal mit reingenommen, weil ich finde, sieht ziemlich cool aus. Also, wenn das nicht verfilmt wird und dann Benedict Wong, ja, den man ja aus MCU, Doctor Strange und so und She-Hulk jetzt zuletzt auch als Wong kennt, ja, also wenn das nicht auf den zugeschnitten ist, dann guckt euch das an, das ist Benedict Wong. Heißt er denn Wong auch? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Also atmosphärischer Comic-Thriller à la Leon, der Profi. Großartiges Ding. Toller Film, sollte man gesehen haben. Mit Jean Reno. Sonny heißt er. Unscheinbar, ahnungslos. Also, das sieht schon extrem cool aus. Und bitte auch. Bitte verfilmen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. 24x16. Kommt am 17.04. Jawohl. Scurry 1. Was ist das? Die totgeweihte Kolonie. Mac Smith. Das Mausgard der Moderne trifft auf Watership Down. Ugh. Also ich hoffe, das ist nicht so traumatisch wie Watership Down, das ist ja furchtbar. Mac Smith. Ich frage mich jetzt gerade, ob das ein Pseudonym ist, weil ich kenne da jemanden, der sich so nennt. Oder ob das tatsächlich ein Mac Smith ist. Weil sonst könnte das nämlich durchaus eine deutsche Produktion sein. Aber da weiß ich tatsächlich auch noch nicht, ob mich das interessiert. Da müsste ich mal in die Leseprobe reinschauen, wenn die da ist, ob das was ist. Und dann haben wir Headlopper Band 3. Ja, wo ich auch dabei bleibe. Also der erste war großartig, der zweite kommt jetzt irgendwann. Von daher mache ich da auch wieder mit. Zu dem ersten habe ich ja schon eine Kurzreview gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, wie das aussieht, was ich davon gehalten habe. Kleiner Spoiler, ich fand es richtig gut. Und hat auch wirklich Spaß gemacht. Also da solltet ihr dann mal reinschauen. Okay, dann hätten wir den April geschafft. Gehen wir über zum Mai. Ja, da kommen jetzt erst wieder Romane. XOXO, der Rhythmus unseres Lebens. Star Trek Prodigy. Achso, Prodigy ist eine Reihe. Okay. Violent Maid of Thorns. Zwei unterschiedliche Bände. Das scheint irgendwie so eine Vorzugsausgabe zu sein. Ne, warte mal, diesen halben Zentimeter. Ah, das eine wird Hardcover sein und das andere Softcover. Und ne, das macht dann bei den 0,5 Zentimetern. Das erklärt dann einiges. Twilight Imperium Marvel Adventure Game Book. Oh, was ist das? Da gucke ich doch mal rein. Da haben wir schon mal She-Hulk drauf. Ein Abenteuerspielebuch. She-Hulk rettet die Welt. Ja, da habe ich eh keine Zeit für. Minispiele, Rätsel. Ja, nee. Tatsächlich nicht. Star Trek Strange New Worlds 1. Dann haben wir einen Comic. Wolfwalkers Graphic Novel. Das sieht mir so ein bisschen hier nach den Mummins aus, irgendwie.
Dann gibt es ja auch so Figürchen, die sehen auch so aus. Ja, da ist auch ein Krokotitel, richtet sich also eher an Kinder, dann ist das dann für mich uninteressant. Ach so, das haben sie so vielleicht so getrennt. Okay, dass dann hier Kroko kommt, nochmal Romane. Da kommt die Light Novel Demon Slayer, nochmal eine, aber Light Novels interessieren mich tatsächlich auch nicht wirklich. So, Yakuza Reincarnation. Band 2 schon. Okay. Ah, da wurde ein Yakuza-Boss gemetzelt und in eine Fantasy-Welt wiedergeboren. Also quasi so meine Wiedergeburt als Schleim. Als junge Prinzessin, okay. Ja. I don't know. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber Band 1 ist auch vorbestellbar schon. Müsste ich mal gucken. Aber ich meine, normalerweise finde ich diese Wiedergeburtsgeschichten schon interessant. Ich habe jetzt auch mit dem Schleim angefangen, der tatsächlich ganz lustig ist. Habe ich die ersten beiden Bände gelesen. Aber das ist halt auch schon so viel, ne? Aber ob jetzt als Prinzessin wiedergeboren. I don't know. Ob das dann auch was ist, da müsste ich dann mal gucken. So, Love of Kill. Was ist denn Love of Kill? Aha. Ja, nee, überspringe ich jetzt auch mal. Hitorijime, My Hero 6. Ja, ich kann dich nicht erreichen. 4. Eine Telefongeschichte, wahrscheinlich. Nimm doch mal ab. Golden Kamui sind wir schon bei 22, da werde ich auch nicht mehr einsteigen. Blood on the Tracks 5, A Man and His Cat, ich bin so Katzengeschichten, brauche ich auch nicht. I'm in Love with the Villainess, ja. Mein geliebter Gaming-Freund ist mein fieser Boss, das hatte ich schon mal in der Hand. Ob ich da mal reinschauen würde, aber was ist denn, ach so. Ist das Band 2? Oder nee, vielleicht nicht in der Hand gehabt. Doch, da, der erste ist schon raus. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall schon mal gesehen. So. Aber glaube ich nicht unbedingt was für mich. So. Life Lessons with Uramichi. Tonikawa, Fly Me to the Moon, Band 12 auch schon. Everyday Escape 3. Love Lock of Majestic War. Also da bin ich, glaube ich, tatsächlich raus. Once in Future 5 kommt dann. Das ist etwas, wo ich auf jeden Fall dabei bleibe, weil ich die Reihe bisher einfach super duper finde. Band 4 ist ja schon raus. Und dann kommt im Mai auch endlich Band 5. Wann ist denn der vierte Band rausgekommen? Der ist doch auch schon ein Weilchen da. Ja, oh, guck mal, der ist schon im Juni rausgekommen. Das heißt, da ein Jahr Wartezeit. Waren die nicht vorher ein bisschen schneller? Wann kam der dritte? Ja, guck mal, die waren halbjährlich. Vielleicht hat sich das verschoben. Das mag ja sein, aber ich würde mich freuen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das US-Format irgendwie eingeholt haben und es jetzt dann halt deshalb länger dauert, weil da sind ja immer mehrere Hefte drin, 160 Seiten. Auf jeden Fall eine sehr tolle Serie, eine meiner Favoritenserien von CrossCult auf jeden Fall. Und wer so Mythen und sowas mag, so Excalibur, König Artus und ne, Tafelrunde und sowas, der sollte da mal reinschauen. Das ist, finde ich, eine schöne neue Interpretation mit ein paar neuen Infos. Da Kieran Gillen schon was Gutes geschrieben. Auf jeden Fall besser als über. Da bin ich überhaupt nicht reingekommen irgendwie. Und Dan Mora ist als Zeichner zusammen mit den Farben von Tamara Bonvillain über alle Zweifel erhaben. Auf jeden Fall. Also da großartig bisher. So, die Leiche und das Sofa, Sonderformat. Was ist denn die Leiche und das Sofa? Ah, Toni Sandoval. Ich glaube, Toni Sandoval war da jetzt im Programm ein paar mehr Sachen mit dabei. Ich mag den Stil gar nicht.
Also ich mag das dann auch nicht lesen. Toni Sandoval hat ja schon jetzt einiges rausgebracht, Wasserschlangen und sowas. Aber das packt mich überhaupt gar nicht, von daher. Also normalerweise sage ich ja immer, der Stil und so. Wenn eine gute Story dahinter steckt, dann ist auch ein etwas schlechterer Stil okay. Aber mir, also das gefällt mir tatsächlich so überhaupt nicht. Das sieht so. Das sieht halt so sehr danach aus, als wenn es sich an Kinder richten würde. Und dann komme ich da nicht mit klar. Das ist genauso wie, wie heißt die, Riley Rossmo? Ja, die Harley Quinn und so gemacht hat, das sind auch so schreckliche Zeichnungen. Da komme ich auch nicht drauf klar. So, Motorhead haben wir hier. Scheint eine Biografie zu sein. Ja, die offizielle Biografie steht da oben. Der Aufstieg der lautesten Band der Welt. Also Metallica habe ich, Sex Pistols habe ich, David Bowie habe ich gelesen schon. Motorhead, ja, da werde ich definitiv auch das Ganze mitnehmen. Das schon gute Musik, ne? Lemmy. Und da muss man dann auch die Biografie lesen. Also biografisch bin ich ja eh unterwegs. Chefskiss. Rezepte für die Liebe, was ist das denn? Tanika Bryan, Jared Melendez. Okay. Humor, Boys Love, Slice of Life. Als Graphic Novel. Die hier jetzt als Manga erwartet, er. Gut, aber da bin ich dann raus. Invincible 12 kommt. Der Abschlussband der Reihe. Da ist zu Ende. Ultimative Schlacht. Habe ich jetzt 9 gelesen. Ist ja der aktuelle Band. Und ich muss sagen, es wird einfach immer großartiger und krasser und heftiger. Sehr schönes Ding. Also da, das werde ich natürlich bis zum letzten Band verfolgen. Ist ja auch nicht mehr weit. Sind jetzt noch 3 Bände. Aber ich kann schon mal verraten, da kommen auch noch andere Sachen, die da in der Richtung interessant sein dürften für Fans von Invincible. Das werden wir dann gleich sehen. So, damit sind wir nämlich auch beim Mai schon durch und kommen direkt zum Juni. Da starten wir hier diesmal mit einem Manga. Tagebücher der Apothekerin. Hat mir schon mal jemand ungefragt empfohlen. Habe ich gesagt, finde ich nicht so interessant. Sollte ich mich mal informieren. Ja, interessiert mich trotzdem nicht. Tut mir leid. Welcome back, Alice, Band 2. Kanojo, no, Nemo, Kanojo. Gelegenheit macht Liebe 11. Auch, da haben wir jetzt nochmal mein Next Life as a Villainess. Wie lebe ich in einem Dating-Game? Mein Gott, was es so alles gibt, ne? Die Geister, die mich riefen. My Home Hero, wieder JoJo's Bizarre Adventure 12. Das geht auch zweimonatlich. Bam, 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 knallen die durch. Midnight Monologue gibt es auch wieder in 2 Versionen. Da sind sogar 3 cm dazwischen. Jetzt, da würde ich mal eben reingucken. Ah, Boys Love, okay. Danke. Also, ich habe natürlich nichts gegen Boys Love, ne, dass es solche Sachen gibt. Alles super. Ist aber halt nicht das, was ich lese. Ne? Ich lese aber auch keine normalen romantischen Sachen und keine Girls Love. Also das ist hat nichts mit dem Thema zu tun. Interessiert mich einfach nicht. Ne, ich mag dann eher die Fantasy-Sachen und sowas. Wenn es eine coole Geschichte gibt, wo halt Boys Love auch ein Thema ist, aber dann halt das ganze Isekai ist oder sowas, dann würde ich da auf jeden Fall auch reinschauen. Aber so reines Boys Love ist halt einfach nicht mein Thema. So, Midnight Monologue. Ach so, genau. Laidback Camp Tage. Nochmal die Apothekerin. Mit 10 A ist sicherlich ein kleiner Tippfehler gewesen. Wobei. Aha. 178 Seiten und 172 Seiten. Naja, whatever. Da ist, mach irgendwas passiert sein. Die Dark 2. Oh, da möchte ich gerne das Cover sehen, ob da auch wieder so maskenmäßig was unterwegs ist. Ja, natürlich.
Das sieht auch schon wieder einfach so super abgefahren aus, das Cover. Also ich denke mal, das wird dann das nächste sein, was ich von Yu Hayashi da lese. Das, guck mal, da sind drei Bände angekündigt bisher. Ich weiß nicht, ob die Serie noch läuft in Japan, wie viele Bände es sein werden. Mal gucken. Da müsste man mal nachschauen. Wenn es jemand weiß schon, dann bitte in die Kommentare. Ansonsten auf jeden Fall was ich mir reinziehen werde. Fist of the North Star, da müsste jetzt in Kürze ja der erste Band kommen. Den habe ich tatsächlich mal angefragt. Ist natürlich auch wieder so ein mega 28-Euro-Titel. Allerdings ist das was mich von früher noch so interessiert. Das war so, als ich damals in Anime und Manga eingestiegen bin, als, ne, in den 90ern. Ja, wie das hier so aufkam, wo dann Akira halt Thema war. Und Anime, weiß nicht, Record of Lodoss War und Ghost in the Shell, ne, Akira natürlich auch als Anime. Wo ich da so einiges geguckt habe, da war eben auch Fist of the North Star als Film. War auch großes Thema. Ist ja halt so postapokalyptisch, ne? Und Klopperei. Ziemlich brutal. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob der nicht sogar auch indiziert war, der Film. Ne? Ja, also da wäre ich dann auf jeden Fall dabei. Das würde mich schon interessieren, auch bei dem Preis. Muss ich dann leider sagen, ist im Hardcover. Nicht jetzt wie bei Blade of the Immortal, ist ja nicht mal Hardcover. Das hat zwar so einen Schutzumschlag drum, ist aber trotzdem Softcover. Von daher, ja, würd ich da zumindest mal reinschauen. Und finde das auch, da, ich glaube, da gibt es ja sogar auch eine Realverfilmung zu. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Aber sieht halt auch schon super nach JoJo aus, ne? Wenn man sich das so anguckt, so vom Style her. Ja, mal gucken. Das würde ich auf jeden Fall gerne lesen, weil das war damals als Manga noch nicht angesagt, glaube ich. Da gab es nur die Filme. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht unbedingt so veröffentlicht worden. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Vielleicht später nochmal. Aber damals, als ich auf Fist of the North Star aufmerksam wurde, war das halt Film oder ne, ja, waren mehrere Filme oder so, glaube ich sogar. Von daher interessiert mich das dann doch mal. So, Demon Slayer kommt auch wieder. Band 20, Limited und nicht Limited. The Sea Serpent's Heir. Das Vermächtnis der Seeschlange, die Piratentochter. Das ist, denke ich mal, dann jetzt wieder Kroku. Da ist er ja abgetrennt von den normalen Sachen. Oh. Da gibt es auch noch nicht mal ein Cover zu. Ja, aber wird wahrscheinlich, wenn man sich das hier so anguckt, Wolfwalkers und so, geht das schon in die Kroku. Ja, ist halt eine Kinderrichtung. Da bin ich dann raus. Redwall, nochmal Star Trek und James Bond Romane. Lass niemals Blumen sprechen. Die Titel von James Bond, die sind auch schon ziemlich abgefahren immer, ne? Das ist schon fast wie Manga-Namen. Lass niemals Blumen sprechen, Hanako. Verrückt. Fans 2, das ist jetzt wieder dieses Fechtdingen. Wankelmut, Chronik der Unterwelten. Was ist das denn? Sonderformat. Jetzt hätte ich fast wieder gesagt, das ist auch. Doch, Tony Sandoval auch. Steven Desberg. Und Tony Sandoval, ja, nein, dann bin ich tatsächlich auch raus. Also ich finde es nicht schlimm, dass es Tony Sandoval gibt, aber mir gefällt es einfach nicht. So, The Many Deaths of Layla Starr. Was mag das sein? Oh, von Rem V und Philipp Andrade. Philipp Andrade sagt mir nichts, aber Rem V sagt mir was. Der macht ja, also momentan ziemlich viel. Auch bei Marvel und DC. Oder macht er momentan eher DC, ne?
Ja, DC macht da, glaube ich, momentan viel. Achso, aber hier der Felipe Andrade, wenn ich das sehe, der hat Captain Marvel auch gezeichnet. So, das, ich lese mal diesen Text. Die Menschheit steht kurz davor, die Unsterblichkeit zu entdecken. Was bedeuten würde, dass der Avatar des Todes ihren Job los ist? Ja, oder? Ja, unerschöpfliche Bemerkung. Der Avatar des Todes wird auf die Erde entlassen. Ach so, okay. Ah, Layla Starr ist quasi der Tod oder die Tod. Muss man dann ja sagen. Okay. Interessant. Das klingt tatsächlich interessant irgendwie. Das würde ich mir wohl mal anschauen. Wird hier zusammen mit Little Bird, Coda und Carmen empfohlen. Carmen habe ich immer noch hinten im Regal stehen, muss ich auch jetzt mal lesen. Aber Coda super. Und Little Bird war auch richtig klasse. Da hoffe ich mal, dass bald ein zweiter Band kommt. Fand ich richtig gut. Auch in dem großen Format. So. Wie der Tod auf die Welt kam und aus dem Leben verschwand. Ja, finde ich interessant. Werde ich mir anschauen. Heart of Gold. Der erste Akt. Von Elliot Baum und Viv Tenner. Oh, das sieht so. Weiß nicht. Französische Kleinstadt. Gottesdienst. Wunderheilung. Was meint ein Priester? Ich weiß nicht, also ob mich das jetzt so interessiert. Da müsste ich dann tatsächlich mal Horror, Mystery, Fantasy. Ja, vielleicht. Vielleicht. Müsste ich aber tatsächlich dann mal einen Blick reinwerfen im Comicladen. Mal durchblättern. Aber möglicherweise, ja. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Also das muss ich mir tatsächlich mal angucken. Sonst kann ich das jetzt überhaupt nicht beurteilen. Mein Freund Pierrot. Haben wir da. Von Jim Bishop. Hat Jim Bishop schon irgendwas gemacht, was ich kenne? Schon Vergleiche mit Ghibli. Dann bin ich tatsächlich da schon raus. Also Ghibli, finde ich. Ist ja sehr beliebt, aber ich habe hier. Chihiros Reise ins Zauberland oder wie das hieß. Also, das war so langweilig. Das war furchtbar. Hat mich nicht interessiert. Aber jetzt kommen wir nämlich was zum Invincible-Universum. Nämlich den Astounding Wolfman. Ja, Wolfman kennt man sicherlich aus Invincible, wenn ihr es verfolgt habt. Und hier hat Kirkman mit Jason Howard dann nochmal eine Reihe gemacht. Da gibt es auf jeden Fall schon mal zwei Bände. Ich weiß nicht, wie viele Bände da insgesamt rauskommen, wie weit das Ganze gegangen ist. Wahrscheinlich nicht so lange wie Invincible. Und noch ein paar weitere Bekannte. Da werde ich auf jeden Fall auch reingucken. Ist nicht so dick. Ne? Sind nur 175 Seiten. Die Invincible-Bände sind ja immer so furchtbar dick. Und kostet deshalb auch nur 20 Euro. Werde ich mir durchlesen. Also da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Kommt auch als Softcover, passt dann halt gut zu den Invincible-Bänden. Bin ich mal gespannt, wie die Rücken dann so aussehen, ob das da auch so in dem gleichen Stil ist. Fände es geil, wenn auf jeden Fall noch mehr Sachen rauskommen würden da. Ne, da gibt es ja noch einiges. Ich glaube, es gab ja auch eine Guardians of the Globe-Reihe und hier Brit und so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Fände ich ziemlich cool und ich fände es richtig geil. CrossCult, hört jetzt bitte genau zu. Wenn auch noch einige andere Image-Sachen bei euch rauskommen würden, ja. Savage Dragon würde ich feiern. The Max fände ich richtig geil. Pit könntet ihr vielleicht nochmal so als Gesamtausgabe auflegen. Mir fehlt nämlich von den US-Heften immer noch das dritte Heft. Und dann gab es ja auch noch ein paar Crossover. Das fände ich richtig super. Ja, da kam Youngblood. Würde ich euch die Füße küssen, wenn ihr das rausbringen würdet. Ja, noch so ein paar andere Sachen. Gibt so viele geile Reihen aus den 90ern. Da, ey, macht da was. Wenn ihr mit dem ganzen Invincible-Zeug durch seid, bitte. Ey, Savage Dragon. Ja, da gibt es ja auch Omnibusse.
Please. Tut mir den Gefallen. Kaufe ich alles. Ich schwöre, dass ich das alles kaufe. Ja. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. So, sind wir mit dem Juni durch. Kommen wir zum Juli. Da ist nicht ganz so viel angekündigt für den Juli. Da haben wir einen Roman, Marvel Adventure Gamebook. Oh, du bist nicht Deadpool. Ich befürchte fast, dass das schon wieder ein bisschen interessanter ist. Weil ich bin ja so ein Honk, der kauft dann auch irgendwie alles. Da gibt es auch noch keine Beschreibung und nichts zu. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht kaufen. Das tut mir leid. Aber Savage Dragon, Image Comics, da bin ich dabei. So, Little Mouse, das sollte dann wieder Kroku sein. Achso, das ist ja schon Teil 5 oder so. Ja, das braucht man dann nicht. Yakuza Reincarnation hatten wir schon, Love of Kill hatten wir auch schon, Hitorijime My Hero hatten wir auch schon, Holy Grail of Eris Band 7, Shikimoro's Not Just a Cutie, ja, das hört sich auch schon so nach Romance an. Slice of Life, ja, Slice of Life, das ist doch nur ein anderer Begriff für sowas. Also da, das ist dann auch nicht so interessant für mich. Monogatari, die Wächter der Artefaktgeister, was könnte das sein? Okay, ist schon pink und pastellig. Ein Exorzist. Artefaktgeister. Mein Gott. Ja, nee. Alles muss ich dann auch nicht haben an Manga. Golden Kamui 23, Blood on the Tracks 6, I'm in Love with the Villainous 3, I'm Standing on a Million Lives, auch irgendwie Tonikawa, Fly Me to the Moon, hatten wir auch schon, Blade of the Immortal 11, Deadly Class 12, da müsste jetzt auch langsam Ende sein, glaube ich. Müssen jetzt auch bald durch sein. Critical Role kommt nochmal wieder was. Habe ich die Serie tatsächlich angefangen, aber hat mich jetzt nicht so gecatcht. Also, weiß nicht warum. Ich habe früher auch Pen and Paper gespielt. Darauf basiert das Ganze ja, aber. Der Mann, der vom Himmel fiel. Das ist doch hier David Bowie, oder? Von Dan Wetters und Dev Pramanik. Ja, Kultfilm, David Bowie in der Hauptrolle. Da gibt es jetzt eine Graphic Novel Adaption. Okay. Außerirdisches Wesen in Gestalt eines Mannes. Thomas Jerome Newton. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber für Bowie-Fans vielleicht. Also Leute, die den Film feiern. Aber für mich nicht unbedingt. So, guck mal, sind wir auch schon mit dem Juli durch. Hier wird es jetzt wieder ein bisschen mehr im August. Der Rote Palast als Roman, was auch immer das ist. Avatar, Herr der Elemente. Kommt dann, ich meine, achso, da Chibi, ach, Chibis. Ich meine, Chibibi, was? Chibis. Also, das ist dann halt wieder Avatar, aber halt mit den niedlichen kleinen Großkopfen. Großköpfen. Das, ja, richtet sich dann auch wieder an eine jüngere. Mein Gott, heute habe ich auch voll Sprachfehler. Sprachfehler, ne? Ich bin eine Spinne. Na und? Da habe ich nie reingeschaut. Welcome back, Alice. Sind wir schon bei Band 3. Man in Diskette. Kann ihn nie erreichen. Geh ans Telefon. Kanojo, Mokanojo, hatten wir auch gerade, My Home Hero, Jojo's Bizarre Adventure Band 13, Part 3, Stardust Crusader 6. Das wird ja immer, von Part zu Part werden das ja immer mehr bei Jojo. Also da sind einige Bände, da muss ich aber erstmal. Z-Man 1, was ist denn Z-Man 1? Das hat jetzt nichts mit dem YouTuber oder dem Comic-Tuber Z-Man zu tun. Oder Z-Man. Andreas. Das sieht schon so sehr nach ja hier nicht Devil May Cry, wie hieß denn das? Devilman?
gab es da ja auch so bei seinem obdachlosen Großvater außergewöhnliches Kampfskills. Genetisch modifizierter Mensch mit gefährlichen Superkräften. Also Ultraman-Zeugs, ne? Da könnte ich vielleicht mal reinschauen. Das könnte durchaus interessant sein. 512 Seiten, da finde ich 18 Euro dann auch okay. Jetzt vorbestellbar. Ja, da schaue ich, glaube ich, mal rein. Colorless. Kennt, von Kent. Aber das sieht schon so Apo Sims. Ach, guck mal, da ist er auch schon. So geht so in den, ne, Gans-Style irgendwie. Science Fiction, gewaltige Sonneneruption. Hat der Welt die Farbe geraubt? Um Gottes Willen. Ach so, es ist wirklich schwarz-weiß. Aber Manga sind ja eh meistens in schwarz-weiß. Also, von daher. Urbane Höllenlandschaft. Einsamer Wolf. Mit coolen Farbelementen im Innenteil. Colorless. Ja, müsste ich mal gucken. Könnte ich vielleicht mal einen Blick reinwerfen, aber ist, glaube ich, erstmal nicht so. Die Dark Band 3 kommt dann schon. Ah ja, guck mal, da könnte ich auch mal mir das Cover angucken. Das sieht ja schon gruselig aus. Ich denke, das ist was für mich. One Dance habe ich jetzt die ganze Zeit nicht reingeguckt. Muss ich jetzt mal. Slice of Life wieder. Ne, dann. Dann nee. Shadows House 1. Was kommt denn da Neues? Horror Mystery. Ja, aber wahrscheinlich eher nicht. My Boy 6, Demon Slayer 21. Bam, bam, bam. Das geht rund. Ne? Dann haben wir hier Romane wieder. Tom Clancy Splinter Cell für Gamer. Embalo, keine Ahnung, was das sein soll. Star Trek Zeit des Wandels haben wir hier noch. Da haben wir Walking Dead Softcover Nummer 32. Ruhe in Frieden, das ist der letzte Band, dann ist vorbei. Auch mit den Softcovern. Ich finde übrigens immer noch ziemlich großartig, wie in der Serie, auch wenn die letzten Staffeln halt nicht mehr so geil sind bei Walking Dead. Ich da schon ziemlich lange einigermaßen ausgestiegen bin und das jetzt aber auf Disney Plus schon nochmal gucke. Also ich hab die Sachen nachgeholt und gucke das jetzt aktuell auch. Ey, dass sie die Rüstung der Soldaten da so ordentlich übernommen haben. Also das haben sie schon gut gemacht. Das ist sehr comic-akkurat. Und das aber zu Ende. Ich habe aber eher natürlich die Hardcover. Ich habe ja noch drauf gehofft, dass von Walking Dead auch die Deluxe-Ausgabe mal rauskommt. Die in Farbe jetzt, aber. Ja, eigentlich muss es auch nicht sein. Außer natürlich, die ist größer. In dem größeren Format. Ja, weil Walking Dead war ja immer in dem kleinen Format und die Softcover-Ausgabe ist ja in dem gleichen kleinen Format geblieben. Von daher, wenn die Deluxe dann in größer ist, könnte ich da schon noch mal ins Grübeln kommen, ob ich das nicht vielleicht auch mache. Ja, also da müsste ich ja dann nicht so viel auf einmal kaufen. Das würde ja dann nach und nach kommen. Die läuft ja auch aktuell immer noch. Von daher wird es da auch nicht so schnell gehen. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Undiscovered Country kommt. Band 4. Band 1 und 2 habe ich gelesen. Band 3 habe ich noch hier im Regal stehen. Den habe ich immer noch nicht gelesen. Finde ich auch ganz cool. Werde ich auch auf jeden Fall weiterverfolgen. Gerade, dass ich den dritten noch nicht gelesen habe, wo es um Superhelden geht. Eigentlich
Ein Unding, nicht wahr? Ja. Sin City Black Edition 5 und 4, also 4 und 5. Noise. Auch direkt mitnehmen, gleich einsacken. Sind das da? Ne, alle sind das dann noch nicht, ne? Da sind ja noch mehr Bände, deswegen, da war ja dann 6 und 7 oder so war ja noch als normale Edition. Ja, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Star Trek Lower Decks kommt was. Das scheint ein Einzelband zu sein. Ryan North. Ja, aber habe ich die Serie auch nicht geguckt. Hat mich irgendwie nicht interessiert. Righteous Thirst for Vengeance. Haben wir hier nochmal Band 2. Wieder mit Benedict Wong. Oh, ich schwöre euch, ey, wenn ihr das nicht so verfilmt mit dem, ne? Das ist doch einfach. Das muss man doch machen. Scurry 2. Scurry hatten wir. Der ertränkte Wald. Ach so, ja. Hier, Mac Smith. Ja, da werde ich mal gucken, ob das. Aber der hat, glaube ich, immer nur Lettering betrieben. Ich weiß nicht, ob er auch zeichnet. Der, den ich meine. Assassin's Creed Valhalla kommt auch nochmal wieder ein Comic. Die habe ich, also die haben mich auch überhaupt nicht interessiert. Tatsächlich. Also ich mag die Assassin's Creed Spiele, habe aber auch die aktuelleren Sachen gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, da war. Das mit den Piraten war mir schon irgendwie völlig zu blöde. Ich mag die Klassiker. So 2, 3 und 1. Aber die Comics interessieren mich dann nicht. Dann haben wir hier Romane wieder. Redwall, Arkham Horror, was nichts mit Arkham Asylum zu tun hat, sondern eher mit dem Horror Arkham. Das gab es ja auch schon. Star Trek Original Series, Hollow Star Saga, Meister der Djinn, James Bond. Fans 3. Wieder, da wird wieder gefochten. So, Yakuza, also wir kommen ja, es sind halt immer nur Fortsetzungen hier. Was? Brutal. Bekenntnisse eines Mordermittlers, Teil 1. Da gucken wir mal rein. Aha. Attraktiv, scharfsinnig und genießt einen hervorragenden Ruf. Strahlender Held der Mordkommission. Aha. Krimi. Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt, ne? Krimi ist jetzt nicht so mein Megathema. Das haben wir auch schon gesehen. Wächter der Artefaktgeister haben wir auch schon. Blood on the Tracks, bla bla bla. Blue Period. Tonikawa, Fly Me to the Moon, schon wieder. Fist of the North Star 4. Meine Güte. Das kommt auch sehr flott. Ich weiß nicht, wie viele Bände es da genau gibt. Das müsste ich dann mal ermitteln. 4 sind auf jeden Fall angekündigt. Weiß nicht, wie viel das dann am Ende sein werden. Ich finde ja immer ganz geil, wenn das irgendwie mit dabei steht. Im Katalog stand das, glaube ich, mit dabei. Wie viele von wie vielen das sind. Da müsste man nochmal reingucken. Jo. Guck mal, dann haben wir Hellboy 21, Hellboy und die BUAP 1957. Da bin ich tatsächlich nicht eingestiegen, ne? In Hellboy, das ist Sachbuch Minecraft. Roland, Ritter Ungestüm, Best of Grendel 4 schon. Da haben wir den Wolfman Band 2 auch direkt schon. Das wird auch flott rausgeschossen. Critical Role haben wir Mighty Nine Origins. Als die Zombies die Welt Pünktchen Pünktchen auffraßen. Ah, kommt nochmal eine Gesamtausgabe, wo beide Bände drin sind. Ich habe die beiden Einzelbände allerdings. Wollte ich eigentlich auch schon im Schocktober mit reinnehmen. Ist aber leider an Bildmaterial gescheitert.
So, da gibt es nämlich zwei Bände, die verlagsvergriffen sind und die kommen jetzt nochmal als Gesamtausgabe. Durchaus lustig, fand ich jetzt auch nicht so schlecht von Guy Davis und Jerry Frisson. Nicht mit Jenny Frisson zu verwechseln. Stil ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es durchaus cool. Jo, kann man machen. Also finde ich gut, dass da mal eine Neuauflage kommt. Also sollten sowieso von viel mehr Sachen Neuauflagen kommen. Gerne als Gesamtauflage. Durchaus in Ordnung. Gibt einige Dinge, die ich mir da wünschen würde. Aber mit Sin City ist mir da auf jeden Fall ein großer Wunsch schon mal sehr erfüllt worden. Jo. Vor allen Dingen auch, dass die größer sind, die Bände. Das finde ich ganz großartig. Jö. Zombies. Also da, Zombie-Fans können da reinschauen. Da geht es nämlich darum, dass Zombies, also Tote stehen wieder auf und kehren quasi zu ihrer Familie irgendwie wieder zurück und leben parallel zu den Menschen irgendwie, ne? Und ja, gibt dann Leute, die, ja, die drei, die wir da sehen, die fangen manche Zombies ein, wenn die irgendwem unangenehm werden und gucken, dass die beseitigt werden, weil das ist nämlich nicht ganz so einfach. Aber ich fand es ganz cool. So, und dann haben wir noch hier I'm Still Alive als letztes im Fadenkreuz der Mafia. Das ist auch, scheint auch was Einzelnes zu sein. Asaf Hanuka und Roberto Saviano. Italienischer Journalist. Ach so, Roberto Saviano hat das wohl geschrieben. Vielleicht ist das was. Was Biografisches? Korruption? Ach so, das scheint was Biografisches zu sein, wie er gegen die Mafia vorgegangen ist oder die Gomorra. Camorra, nicht Gomorra. Gomorra hieß das Buch. Camorra natürlich, die neapolitanische Mafia. Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich nicht unbedingt. Müsste ich aber auch mal einen Blick reinwerfen, ob das was ist. So. Ja, meine Lieben, damit wären wir durch. Irgendwann wird in einigen Wochen, ein paar Monaten, wird dann natürlich auch wieder der Katalog kommen, wo sicherlich dann nochmal ein paar Änderungen hierzu drin sind, Verschiebungen etc. Da werden wir dann natürlich auch wieder reingucken. Und ansonsten wisst ihr auf jeden Fall, was bis September 2023 jetzt erscheinen soll bei CrossCult. Ihr wisst, wenn da jetzt was von euch dabei war oder für euch, besser gesagt, dann schreibt es ja gerne mal in die Kommentare, ne, was euch da interessiert, ob ihr vielleicht auch auf Invincible Zeugs nochmal abfahrt, hier den Wolfman, Astounding Wolfman. Und ob ihr genauso gerne noch weitere Image-Sachen sehen würdet hier. Schreibt das mal rein. Und ja, ansonsten wisst ihr ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, drückt auf die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden. Und ja, ansonsten Kommentare, wie gerade schon gesagt. Und Daumen sind auch vor allen Dingen gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.